Hallo, meine Freunde. Mein Name ist Kalle Kuschinski. Das ist Internet Café Simulator 2. Die Belastung in meinem Leben ist sehr hoch. Vor allem, wenn ich auf die Klicks von meinem YouTube-Kanal gucke. Deswegen guckt mal alle Videos, like die, subscribe die und werdet Kanalmitglied für meinen Geldbeutel. Ansonsten schauen wir heute mal rein. Ich bin's, euer Kalle, falls ihr es noch nicht erkannt habt. Ich war beim Friseur, ich hab die Haare schön. Ja, geben Sie den Namen Ihres Internetcafés ein. Ultras, Spandau. Anfang oder abbrechen? Ich glaube, wir nehmen den Anfang. Ich muss einen Schluck von meiner Cola nehmen, denn ich habe Durst. Sie können sich in kürzerer Zeit an das Spiel anpassen, indem Sie Tutorial-Missionen folgen. Keine Sorge. Hey, Sie sind nicht langweilig und lang. Was? Das hat meine Freundin auch damals zu mir gesagt. Keine Sorge, du bist langweilig und er ist nicht lang oder so. Wir können uns bewegen mit Bewegungstasten. Trafen sich zwei, kam der eine nicht. Boah, das ist richtig der Knallerwitz. Und ansonsten haben wir Fähigkeiten auf X. Wie X-Faktor, das Unfassbare. Ich habe mich, glaube ich, vorhin richtig angerotzt. Sieht man das hier? I. Bäh. Okay, das ist unser Mann. Der hat ein Bett. E zum Einschlafen drücken. Stunde, die Sie mit dem Schlafen warten sollten, achten. Ey, da fehlt doch 7. Oh mein Gott, wir haben schon eine Stunde hier gestanden. Ja, das ist ja interessant hier. Mein Bett steht hier so rum. Ich muss nur noch 6 Stunden warten. Hey, was können wir 6 Stunden denn noch machen, bis wir wieder schlafen können? Das hier ist mein Haus, meine Wohnung. Und auf einmal bin ich hier in einer DDR-Plattenbau-Gesellschafts-Dingens. Aufzugtaste. Hallo, Herr Aufzug, bitte kommen Sie her. Ich habe eine Anfrage an Sie. Boah, das ist ja richtig laut. Danke, stopp. Gehen Sie zu Ihrem Internetcafé, drücken Sie M, um die Karte zu öffnen. Warum sind da überall Kartoffelsäcke? Ich verstehe die Welt nicht. Hallo, hallo junge Frau. Hallo, eine Katze. I. Oh, da ist ein Policeman. Hallo. Yo, was ist mit Ihnen denn los? Hey, stopp. Ich weiß alles, was in dieser Stadt passiert, Mann. Sie sind der Besitzer. Alter, die Mucke, warte mal, geh mal weg. Yo, was geht? Was zum Teufel? Okay. Oh, hier wird trainiert. Es geht nicht. Es geht bei dir ab. Oh, du bist doch von Shit Game. Oh, Senor, es tut mir leid. Oh, egal, wir suchen mal mein Internetcafé. Das ist hier um die Ecke. Hier ist mein Internetcafé. Ultras Spandau Café. Hey, das ist ja super, dass das da oben steht. Schnapp dir den Mob und reinige dein Café. Schwuppdiwupps ist die Bude blitzeblank. Kann ich dich putzen? Ich zeig dir den Stinkefinger. Das ist Donald Trump! Oh, scheiße! Oh. Alter, Donald Trump ist ultra stark! Donald Trump hat mich ohnmächtig geschlagen! Rematch! Alter, er hat einfach schon wieder gewonnen! Was ist los mit ihm? Hier ist die Hot Top Streamerin! Okay, irgendwie, muss ich sagen, läuft das mit dem Putzen nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, wir putzen hier ganz gut. Der Strom ist übrigens aus. Ah. Das Problem, was ich sehe, ist, ich kann diesen Müll nicht wegmachen. Oh, doch. Ich muss den Müll genau an... Jetzt mal ohne Flachs, was war das denn? Der hat mir meine Lampe geschrottet. Was ein Assi. Ah, immerhin. Ich mach hier mal die Schotten dicht, Alter. Computergehäuse, Monitor, Tastatur und Maus kaufen auf Zamazor. Wo ist denn Zamazor? Rabbit Club. Ich gehe in den Verein. Hallo? Bin ich hier bei Zamazor? Ich möchte gerne was einkaufen.
Junge Frau, können Sie mir bitte einen Computertisch verkaufen? Oder ein Gehäuse? Oder eine Maus? Wobei, Sie sind ja eher ein Hase, nicht wahr? Okay, reicht, danke. Ah, hier kann man noch... Diese Welt, in der ich mich bewege, ist ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Okay, ich hau rein. Mein WWW. Mein Café. Okay. Wo ist jetzt hier Samasor? Da ist es doch. Ich bin nur ein bisschen blind. Wir sollen ein Computercase kaufen. Aber wir kaufen ein altes. Eine Tastatur. Dann brauchen wir einen Monitor. Dann nehmen wir mal den LCD, LED und eine Office-Maus. Das kostet jetzt 3 zu viel. Warum kostet das jetzt? Mann, scheiß Katze, halt die Fresse. Müssen wir einen anderen Monitor nehmen. Dann nehmen wir Old LCD. Perfekt, das passt. Oh, zack. Okay, wo ist mein Paket? Ah. Ha. Ha. Oh. Digga. Er kommt mit Kamel Prime. Also, wo bin ich eigentlich in meinem Leben falsch abgebogen? Jetzt war wirklich... Okay, wir haben einen Computer. Ey, lass meine Kamel Prime Produkte in Ruhe. Der Stuhl muss jetzt hier hin. So, wir haben ein Mikrofon, wir haben einen Monitor. Hallo Lady, gehen Sie bitte weg von meinen Kamel Prime Paketen. Es reicht langsam. Der Strom ist aus. Mach den Strom wieder an. Hey, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Oh nein, das war wieder Trump. Okay, ich habe die Raucherin getötet. Ich sagte, Rauchen ist un... Jetzt ist der Computer fertig. Öffnen Sie das Café, Sie können es vom HPC aus tun. Ey, jetzt bin ich so gespannt, wer hier bei mir an den Computer will. Okay, jetzt ist geöffnet. Nach 1 Uhr kommen keine Neukunden. Hallo, kommen Sie in mein Internetcafé, in Ultra Spandau Café. Oh, damit wird es wahrscheinlich besser klappen. Hallo, Officer, wollen Sie mein Internetcafé? Okay, der war nicht beeindruckt von meinen Attacken. Ah, jetzt kommen halt keine Kunden mehr. Pass mal auf, wir machen hier zu. Wir gehen noch mal schlafen. Nächsten Tag. Okay, weiter geht's. Ab in die 2. Ich will wissen, wer da wohnt. Ist das die Konkurrenz? Ey, das Lied kennen wir doch. Digga, schon wieder ein Katzenfoto. Was ist das, ey? Okay, die machen einfach Konkurrenzprodukt hier. Das geht so nicht weiter. So, Freunde, jetzt ist Zeit. Alter, da mischt sich ein Penner in unser Geschäft ein. Ich werde dir einen Gefallen tun, wenn du ihn für mich verprügelst. Auf dem T-Shirt des Mannes steht Familie. Er trägt immer ein weißes Tanktop und hat eine Glatze. Oh, hallo Kiba. Du siehst nicht gut aus. Weißes T-Shirt mit Glatze? Hey, darf ich mal rein? Der ist doch bestimmt hier. Hallo. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich spiel mit... Ich bleibe. Händler gewinnt? Was für ein... Hier ist er. Aber da steht nicht Familie. Nee, nee, das ist er nicht. Ja, eigentlich wollten wir ein Internetcafé auf... Oh. Boah. Alter, wie du hier nice Sachen verkaufst, Lady. Ich wollte eigentlich nur ein Internetcafé aufmachen. Ah, er hat eine Glatze. Er ist weiß mit Tanktop. Das ist er. Komm her, Junge. Schau, ich habe den Auftrag erfüllt. Geil, 200 Flocken. Nochmal umgehauen hier. Mann, ey, kann hier mal jemand jetzt in mein scheiß Internetcafé kommen? Es ist geöffnet. Wieso surft hier keiner? Ey, die Lage von meinem Geschäft ist so scheiße. Ja, 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 ja. Oh, geil. Boating. Oh ja. Jetzt können Sie das Spiel freispielen. Wenn Sie möchten, können Sie einige Quests annehmen, indem Sie durch die Stadt gehen. Das Spiel wird gespeichert, wenn Sie schlafen. Okay, lass mal den Preis erhöhen. Wir verdienen sehr viel Geld schon. $40 für ein bisschen Internet. Das ist schon ein bisschen viel. Was surfst du denn? YouTube? Junge, du guckst dir einfach nur einen See an. Weißt du, wie teuer das gerade ist? Guck doch lieber Kalle Kuschinski. Guck doch lieber Kalle und abonnier den mal. Ey, der hat so coole Videos. Guck mal, ich mach mal eins an. Guck. Boah, wie lustig der ist. Guck mal, letztens erst hat der Police Simulator gespielt. Guck. Okay, abonnierst du den jetzt oder was? Pass auf, Junge. Ja, so seht ihr, wie man ein erfolgreiches Internetcafé-Unternehmen baut. Schaltet gerne nochmal ein. Sagt mir, ob ihr das nochmal sehen wollt. Ja, das war's. Gut. Tschüss.